Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Channel. Ja, es ist endlich soweit. Lang ersehnt haben wir drauf gewartet. Er ist eingetroffen. Der neue BMW 218d Active Tourer. Ob auch der hier dem Ruf gerecht wird, ein alltagstauglicher Freizeittourer zu sein? Genau das prüfen wir heute. Na, was sagt ihr zum neuen BMW 2er Active Tourer? Erkennt man doch wohl kaum wieder die Hütte. Mir gefällt das auf jeden Fall, weil es ist einfach deutlich mehr Leben in die Bude gekommen als denn je. Nicht nur was die Optik betrifft, sondern auch die Technik. Wie das Ganze da aussieht, schauen wir dann im Nachgang nochmal, wenn wir ins Fahrzeuginnere gehen. Bleiben wir aber nochmal hier außen bei der Optik stehen. Zur gewählten Farbe, das wäre Sparkling Kupfer Grey Metallic und die harmoniert meiner Meinung nach wunderbar zur ausgewählten Ausstattungslinie. Ihr BMW-Freaks kennt das wahrscheinlich schon, das wäre die Luxury-Line. Und ja, die macht sich einfach da bemerkbar, bei diesen Komponenten hier. Gerade die Sachen Kühlergrill, Stoßstangendesign, die fallen deutlich pompöser aus als denn je. Gerade auch hier beim neu gewählten Design, alles schön in Aluminium, satiniert mit am Start. Hier den Kühlergrill und hier die einzelnen Komponenten in der Stoßstange drin. Sollte euch das nicht gefallen, wir bieten das Ganze auch in Schwarz-Hochglanz. Kommt da auf uns zurück, wir helfen euch gerne weiter. Kleiner Tipp, den gibt es auch im M-Sport-Paket. Übrigens, die Scheinwerfer, da sind wir mal unserer Linie treu geblieben. Auch die in unserem allseits beliebten Design erhältlich. Gerade hier, was die LED-Scheinwerfer betrifft, auch hier macht sich die Historie wieder bemerkbar. Wir haben hier pro Scheinwerfer immer zwei LED-Leisten mit am Start. Eure Meinung, gefällt er euch? Ich würde sagen, er erfüllt doch hier schon mal sämtliche innovative Kriterien. Zu den Maßen, 1,82 Meter in der Fahrzeugbreite, gute 4,4 Meter in der Fahrzeuglänge und jetzt mein Active Tourer Highlight. Eine Höhe von 1,57 Metern. Denn die ermöglicht uns dieses geschmeidige Ein- und Aussteigen ins Fahrzeug. Ich demonstriere das euch einmal, so sehe das dann aus und ich sitze hier wunderbar drin, habe die nötige Kopffreiheit und einfach ganz, ganz viel Platz. Hier vorne nochmal eine kleine Lücke mit am Start, die ermöglicht mir sozusagen, dass ich auch mal das Bein schön seitlich hinlegen kann bei längerer Fahrt. Und das wäre unser inneres Türendesign hinten. Hier haben wir die Lautsprecher. Würden wir uns für das Harman Kardon Surround System entscheiden, kämen die dann auch nochmal in silberner Optik. Alles schön Leder überzogen, aber das soll es hinten noch nicht gewesen sein. Ich zeige euch noch eine kleine Sache. Seht ihr hier unten den Hebel unterm Sitz? Schwingt gerade mal drauf. Dieser besagte Hebel ermöglicht uns dann auch, die Sitzbank weiter vor- oder zurückzufahren. Ich zeige euch das einmal. Schaut her, jetzt haben wir theoretisch mehr Platz, was den Kofferraum betrifft, dafür weniger Beinfreiheit. Eignet sich besonders gut, wenn wir mal Kinder mitnehmen sollten. Oder wenn ihr sagt, hey, der Kofferraum ist mir heute mal nicht so wichtig, ich brauche ein bisschen Platz für die Beine, dann fahren wir das mit einem Handgriff gerade wieder nach hinten. Und diese tollen einzelnen Komponenten machen das Auto für mich aus. Auch seitlich noch mal kurz zur Optik. Die neuen Türgriffe, die schlagen auch hier deutlich zu. Wir haben nicht mehr das Design nach außen hin gewählt, sondern hier in die Karosserie eingearbeitete Türgriffe. Ebenfalls erhältlich mit dem Komfortzugang. Und das wären dann auch die Außenspiegel. Auch die komplett neu interpretiert, was das Außendesign betrifft. Solltet ihr euch für die Luxury-Line entscheiden, stehen euch unter anderem diese Räder hier zur Verfügung. Das wären jetzt die 18 Zöller Sternspeichen in 837 Bicolor. Mich hat er überzeugt, jetzt schauen wir uns das Heck mal zusammen an.
Zum Heck, auch dieses wirkt meiner Meinung nach jünger, frischer, knackiger und auch dynamischer denn je. Das liegt größtenteils an den neu konzipierten Heckleuchten. Auch die erhaltet ihr dann hier in dieser wunderbaren Shadowline-Optik. Mittig dabei die LED-Stripes in Rot, die sich nach außen hin zum Fahrzeug ziehen und seitlich dann sogar nochmal ein kleines Wabenmuster beinhalten. Ein heißer Tipp von mir, wählt doch die getönte Scheibe mit dazu. Das sieht prima zur gewählten Sonderlackierung aus. Auch das ein stimmiges Gesamtbild. Nebenbei warten dann auch noch technische Highlights auf uns, wie hier die Rückfahrkamera. Die können wir dann auch optional mit dazu bestellen. Unten an der Stoßstange macht sich die Luxury Line zum guten Ende nochmal bemerkbar. Gerade hier an den aluminiumsatinierten Aspekten. Zum Kofferraumvolumen. Dieses beträgt 406 bis 470 Liter. Bei umgeklappter Rückbank dann sogar sage und schreibe 1455 Liter. Et voilà, nochmal die Kofferraumbegutachtung von innen. Ihr seht schon, typisch Active Tourer-like. Ihr könnt schön tief nach hinten einladen. Und euch steht hier unten drunter dann nochmal sehr, sehr viel Stauraum zur Verfügung. Auch das Ganze hier, das geht ziemlich weit runter. Und so stelle ich mir das einfach vor in einem Abenteurerauto. Das Ganze wird abgerundet von der elektrischen Anhängerkupplung, die sich auch hier mit einem schnellen Knopfdruck ein- und ausfahren lässt. Und jetzt zeige ich euch noch einmal, wie das aussehen kann, wenn wir die Sitzreihe vorfahren. Ein kleiner Handgriff, das ist gemacht. Und wie aus magischer Hand habe ich schon mal ein paar Zentimeter mehr zum Be- und Entladen. Starke Argumente für einen Zweier Active Tourer. So sollte eurer Langstrecken- oder auch Abenteuerfahrt nichts mehr im Wege stehen. Boom, da ist es, das neue Interieurdesign vom Zweier Active Tourer. Ich bin absolut geplättet, ich erkenne gar nichts mehr wieder. Aber es gefällt mir auf jeden Fall. Vor allem, ich schaue hier in erster Linie auf die Edelholzausführung Eukalyptus offenporig. So nennt sich die in der Konfiguration. Und auch die rundet das Gesamtbild der luxuriösen Linie einfach mal ab. Interieurleiste gut, alles gut. Wir widmen uns jetzt noch den weiteren optischen Highlights und arbeiten die dann auch Stückchen für Stückchen ab. Machen wir mal hier mit den Lüftungsauslässen weiter. So sehen die im neuen BMW 2 Active Tourer aus. Wir können die ebenfalls total intuitiv weiterhin bedienen. Mein Beifahrer hat sogar die Möglichkeit, das Ganze rechts wie links einzustellen und auf Wunsch sogar komplett hier über das Rädchen zu deaktivieren. Das war es schon mal damit. Ein weiteres wichtiges Highlight in der Reihe, die neu designte Mittelkonsole. So sehe die dann aus und vielleicht kommt die euch schon bekannt vor, wenn ihr den BMW iX kennt. Wenn nicht, hier oben blende ich mal ein iX-Video ein, da könnt ihr das mal nachschauen. Der neue 2er Active Tourer verfügt nicht mehr über den typischen Gangwahlhebel, sondern auch hier gibt es jetzt den Gangwahlknopf mit dazu. Der Start-Stopp-Knopf wäre hier, da können wir das Auto dann starten. Und mit einem Klick nach unten direkt in den Drive rein oder nach vorne dann in den Rückwärtsgang. Übrigens, neben dem Drive Mode habt ihr sogar noch den Low Mode. In diesem Low Mode können wir dann mit einem weiteren Klick nach hinten rein switchen. Und dieser Modus unterstützt uns dabei, weil der Active Tourer immer im niedrigeren Gang anfährt und somit auch teilweise schneller beschleunigen kann. Links nebendran weiterhin unsere My Modes, die sind ja mittlerweile standardmäßig beim neuen BMW OS 8 mit dabei, sowie unseren Volume-Knopf. Können wir auch drücken und das Ganze dann direkt auf Stumm schalten. Das Ganze macht enorm viel Freude. Seht ihr die Einkerbung hier? Da könnt ihr drauf drücken und dann die Lederarmatur hochfahren. Da habt ihr dann noch ein bisschen Stauraum mit am Start. Ich mache da gerne die Schlüssel rein. Passt einfach wie angegossen. Gefällt es euch soweit? Mir auf jeden Fall schon. Das soll es aber auch noch nicht komplett gewesen sein zum Mittelkonsolendesign. Euch ist sicherlich aufgefallen, dass der neue Active Tourer nicht mehr über den iDrive Controller verfügt. Das wäre der runde Drehknopf, um das OS 8 zu bedienen. Die gibt es mittlerweile nur noch im BMW iX und auch im aktuellen i4. Für mich ist das eine Art Pilotprojekt. Wir versuchen einfach mal, wie sich das Ganze hier auf den Kunden auswirkt.
Ich war anfangs sehr skeptisch dem gegenüber, muss jetzt aber mittlerweile zugeben, dass mir das super gut gefällt. Weil es einfach recht einfach zu bedienen ist durch das Curved-Display. Wir kommen recht einfach an die Komponenten hier dran und können das dann handyartig bedienen. Aber noch besser auch über die Sprache, gerade die Zieleingabe. All dies sehr vereinfacht, unter anderem auch mit der Hey BMW-Funktion. Ihr seht, es funktioniert. Ich beende das mal kurz. Weiterhin zur Instrumentenkombination. Auch das ist nichts Neues, das haben wir euch schon mal demonstrieren dürfen. Ihr habt hier euer Rädchen, da könnt ihr dann drauf gehen und die verschiedenen Contents hier im Mittelbereich auswählen, sowie die Layout-Designs. Das ist doch mal was, oder? Und wir haben noch weiter gedacht. Schaut mal, wo mein Handy drin ist. Hier gibt es jetzt eine Klammer mit dazu, die können wir nach hinten fahren und das Handy rausholen. Übrigens, das ist eine Handy BMW M-Hülle, die gibt es auch bei uns im Store. Als kleinen Hinweis, wenn euch die gefallen sollte. Und was meinte ich mit mitgedacht? Bei manch einer Fahrzeugreihe damals war es ja nicht möglich, die großen Plus-Modelle beispielsweise von der Marke iPhone induktiv zu laden. BMW hat das Feld vergrößert. Wir können die Klammer nach hinten machen, das Handy reinlegen, egal wie groß, es nach vorne drücken und es lädt dann praktischerweise auf. Auch hier schauen wir stets nach vorne. Bevor wir gleich nochmal zusammen einen Blick auf die neuen Sitze werfen, nochmal der Blick aufs Wesentliche. Das neue BMW Lenkrad im 2er Active Tourer. Auch das ein optischer Eyecatcher, wesentlich dicker und griffiger als bei den Vorgängermodellen. Und die Spange ist auch extrem gelungen. Seitlich kann ich da sogar durchschauen. Das Ganze wirkt absolut futuristisch auf mich. Ich bin mal gespannt, was ihr zur M-Sport-Variante sagt, denn die verfügt dann über verschiedene Einkerbungen hier in der Lenkradspange. Okay, jetzt kommen die Sitze. Die Sitze an sich, das wäre das Leder Sensatec in perforiert schwarz. Und so sehen die dann aus. In leichter Schalensitzoptik hier bei der Luxury Line. Die sind jetzt manuell zu betätigen, gibt es aber auch in vollelektrisch. Und schaut euch mal diese wunderbare Kopfstütze an, wie filigran die verarbeitet ist. Zum Leder, da muss ich nichts zu sagen, weiterhin typische BMW-Qualität. Super, super tolles Leder, schöne Nähte und die Perforierungen hier, die runden das dann auch nochmal ab. Gefällt ihr euch? Werfen wir zu guter Letzt nochmal einen Blick hier unter die Motorhaube. Denn 1620 Kilogramm beim 218D Active Tourer warten hier auf 1995 Kubik mit 150 PS Systemleistung. Der Motor quer verbaut, das ist übrigens die aktuell einzige Dieselvariante dieser Fahrzeugreihe. Bei den Benzinern sieht das dann so aus, wir bieten einen 218i für euch an mit drei Zylindern, einen 220i Active Tourer und auf Wunsch sogar ganz, ganz neu einen 223i mit 204 PS Systemleistung. Und dort könnten wir optional sogar noch den X-Drive dann mit dazu bestellen. Sehr, sehr facettenreich das Ganze und mir sagt das zu. Ich hoffe, euch konnten die Highlights im neuen BMW 2er Active Tourer überzeugen und wünsche euch weiterhin viel Abenteuerlust auf euren Fahrten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da, bei Fragen gerne kommentieren und über ein Abonnement würde sich das Auto aus Vogel auch sehr freuen. Viel Spaß dabei!